Da sind wir wieder zurück. Also ich habe alles Mögliche jetzt ausprobiert. Hier unten, hier oben im Geheimraum. Ich habe Kombinationen ausprobiert. Ich weiß momentan echt nicht weiter. Ich rüttel jetzt nochmal an jeder Tür. Ich glaube, das war die vom Wargrave. Ich kann es nicht öffnen. Abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Das war ja das Treppenhaus. Das ist das Badezimmer. Fest verschlossen. Okay. Dann ist hier, glaube ich, das vom Doktor. Der, da ist auch, oder? Ja. Aber da waren wir ja schon drin und er liegt ja auch in seinem Bett. Der Richter war auch in seinem Bett. Dann haben wir hier das nächste Zimmer. Fest abgeschlossen. Okay. Mr. Lombard, der nicht in seinem Zimmer war, merkwürdigerweise. Richtig? Bett ist leer. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, von Miss Claythorne haben wir es auch versucht. Nein, Philipp, Sie können nicht hereinkommen. Meine Absichten sind absolut ehrenhaft. Ich bin hier, um Sie zu beschützen. Ach, guck mal an. Der steht schon mitten in Ihrem Zimmer. Vor allen Dingen, hier ist auch abgeschlossen, die Terrassentür. Wie ist der jetzt hier reingekommen? Ich würde ihm nicht glauben. Weiß ich nicht. Es wäre vielleicht gut, wenn er bliebe. Ja, wenn sie denn tot ist, dann wissen wir, wer der Mörder ist. Weiß ich auch nicht. Also, ich finde ihn sehr verdächtig, aber eigentlich ist er auch schon wieder zu offensichtlich verdächtig, muss ich sagen. Ha! Oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu laut ins Mikro gemacht. Ach komm, wir glauben ihm Ich nicht. würde ihm nicht glauben. Patrick! Sind Sie auch hier, um mich zu beschützen? Wenn nötig, ja. Das ist sehr ritterlich von Ihnen, wenn es stimmt. Ich habe nur Ihre besten Interessen im Sinn. Ich auch. Gentlemen, vielen Dank, dass Sie sich um mich sorgen, aber ich komme schon klar. Ich werde Möbel vor alle Türen stellen. Ich glaube, wir brauchen alle unseren Schlaf. Bitte entschuldigen Sie mich. Einen Rat, Narrakut. Sie mögen den Mörder bekommen, aber ich habe vor, das Mädchen zu bekommen. Und wenn sie der Mörder ist? Tja, das würde für recht spannende Abende daheim sorgen, nicht wahr? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich etwas hinlege. Ich kann die Augen kaum offen halten. Aha, okay. Das war jetzt. Ja, aber ich denke mal, den nächsten Mord konnten wir jetzt nicht verhindern. Also ich denke, ich weiß nicht, wie früh man. Wir sind heute früh alle ein bisschen spät dran. Ich habe tief und fest geschlafen. Das Ergebnis eines reinen Gewissens, Doktor? Oder nur eines Schlummertrunks? Unangebracht, Richter, völlig unangebracht. Kein Kaffeeduft. Der Herd in der Küche ist kalt. Wo bleibt das Frühstück? Oh. Wir haben uns gerade dasselbe gefragt. Miss Brand ist nicht in ihrem Zimmer. Ist sonst jemandem aufgefallen, dass die Esszimmertür abgeschlossen ist? Rogers hat das gemacht, damit keine Matrosenfigürchen mehr zerbrochen werden. Er hat das Pferd beim Schwanz aufgezäumt, wenn Sie mich fragen. Die Küchentür nach außen ist ebenfalls abgeschlossen. Vielleicht hat der Brennholz für den Ofen. Das gefällt mir gar nicht, muss ich gestehen. Sowohl Rogers als auch Miss Brent fehlen. Mr. Narrakot, wären Sie so nett, sich draußen umzusehen? Natürlich. Wie jetzt? Jetzt gehst du raus? Es regnet doch. Sie haben sicherlich nichts dagegen, wenn ich mich anschließe. Es regnet. Es regnet. Jetzt auf einmal geht er raus. Ich befürchte ja was, weil. Warte mal, wo ist denn. Da ist der Reim. Das war Marston. Das war Mrs. Rogers. Das war der General. Sieben kleine Leichtmatrosen holzten wie der Specht. Einer holzte sich und zwei, da waren es noch sechs. Hätten wir mal die Axt mitgenommen, weil ich befürchte. Miss Brand! Guten Morgen, Mr. Narrakot. Ich fürchte, das Meer ist so unruhig wie je. Ich bezweifle, ob wir ein Boot vom Festland heute sehen werden. Sind Sie auf der Insel etwa alleine herumgewandert, Miss Brent? Ist Ihnen nicht klar, dass das außerordentlich töricht war? Ich bin in keiner Gefahr, wenn ich allein bin, Mr. Braw.
Sie begreift es überhaupt nicht. Ich bleibe bei Ihnen, Narricott. Lassen Sie uns Rogers finden. Ja, das heißt, er geht jetzt überall mit mir hin? Es ist unwahrscheinlich, dass Rogers sich so weit vom Haus entfernt hat. Ja, okay. Ich sollte meine Suche durch Anwendung von Logik einschränken. Ja, dann, ich weiß, wo er ist. Das ist mir vollkommen klar. Der kann ja nur bei dem Häuschen sein, wo die Axt ist, die wir nicht mitnehmen wollten. Du bist schuld, weil du sie nicht mitnehmen wolltest. Ja. Rogers! Verdammt, entweder ist er um 5 Fuß größer geworden oder... Sauber in 2 Hälften geteilt. Oh. Tot natürlich. Ja, wir brauchen Dr. Armstrong nicht, um uns das zu bestätigen. Oder um die Todesursache festzustellen. Die Axt wurde sauber gewischt. So ordentlich wie er war, würde das Rogers gefallen. Die Schlüssel zum Esszimmer nehme ich an. Er hielt sie in der Hand. Oh? Rogers ist jetzt in seinem Schlafzimmer. Oh. Schauen Sie! Mhm. Das hatte ich... Kapitel 5. 6 kleine Leichtmatrosen liefen ohne Strümpf. Einen stach die Biene tot. Da waren's nur noch 5. Mein Kompliment an Miss Claythorne und Mr. Blaw zu diesem Frühstück. Wir müssen essen, um bei Kräften zu bleiben. Ich bin ein häuslicher Kerl. Das macht mir nichts aus. Da jetzt sicher ist, dass der Mörder sich an den Reim über dem Kamin im Salon hält, ist unser weiteres Vorgehen klar. Miss Brandt, Sie sind allergisch gegen Bienenstiche. Der nächste Matrose soll auf diese Weise den Tod finden. Wir werden unser Äußerstes tun, um Sie zu beschützen. Ich möchte etwas sagen, da Mr. Owen zweifellos hier in diesem Zimmer unter uns weilt. Die anderen mögen dessen schuldig sein, was sie auf ihrer Schallplatte behaupten. Aber ich bin nicht schuldig. Beatrice Taylor starb an ihren eigenen Sünden, nicht durch meine Hand. Ich bin sicher, Sie haben jetzt erkannt, dass Sie mich irrtümlicherweise hierher eingeladen haben, um Ihr Urteil zu vollstrecken. Das ist eine dreiste Rede, wenn Sie mich fragen. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Miss Brandt, Sie können nicht davon ausgehen, dass sich Owen rational verhält. Wenn Sie gesehen hätten, was er Rogers antat. Doktor, ich würde Sie bitten, Ihre Meinung für sich zu behalten. Da sie aus einer Flasche kommt, ist sie ohnehin wertlos. Oh, was fällt Ihnen ein? Ich bin sicher, Mr. Owen und ich verstehen einander. Ich werde jetzt mein Strickzeug holen. Ich bin auf der Terrasse, falls mich jemand braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau jemals von irgendjemandem gebraucht wird. Wenn Sie mich entschuldigen, ich gehe kurz auf mein Zimmer und erfrische... Ich meine... Mr. Narracott, ich bin enttäuscht, muss ich sagen. 4 Tote inzwischen. Mein Vertrauen in Sie scheint deplatziert zu sein. Vielleicht muss ich direktere Schritte unternehmen. Komm on. Es hat einen Mord gegeben. Ich sollte doch diese Zeit nutzen, um gründlich nach Hinweisen zu suchen. Ja, ich will jetzt raus. Ich will jetzt definitiv rauf, und zwar jetzt hat es anscheinend aufgehört zu regnen. Sechs kleine Leichtmatrosen. Das wird langsam beunruhigend. Vor allen Dingen, Rogers in 2 Hälften geteilt, oder? Ist er größer? Das hatte ich gar nicht gesehen, dass der Oberkörper... Naja, ich will jetzt raus. Ich will mir jetzt alles näher angucken. Weil ich komme hier drinnen nicht weiter. Und ich weiß, bei einer Sache, die habe ich noch nicht gemacht. Sie hatten kein Recht, beim Frühstück so mit mir zu sprechen. Ach nein. Es ist Vormittag und Sie sind schon betrunken. Danke Ihnen. Doktor, anderen die Schuld für seine eigenen Fehler zu geben, ist, wie Sie selbst wissen, eine Lieblingsangewohnheit des Alkoholikers. Sie benutzen die Religion als Deckmantel. Dabei sind Sie die unchristlichste Frau, die mir je begegnet ist. Sie sind eine Teufelin. Eine Teufelin, hören Sie mich? Ich bin sicher, dass Sie jeder hören kann, Doktor. So. Gespräche zu belauschen ist unhöflich, Mr. Narracott. Aber unter diesen Umständen bin ich froh, dass Sie es mitgehört haben. Ich bin gerade aus der Tür rausgekommen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja mal mit ihr reden. Genießen Sie den Wetterumschwung, Miss Brandt? Auf dieser Insel gibt es nur 2 Wetterlagen. Düster und etwas weniger düster. Ich nutze dieses etwas weniger düstere Wetter aus. Sie waren ziemlich streng mit Dr. Armstrong.
Nicht mehr, als er verdient hat. Ein Wunder nur, dass er in betrunkenem Zustand nicht noch mehr beim Operieren getötet hat, als diese Frau, die Owen erwähnte. Please, hieß sie? Armstrong versuchte, ihnen beim Frühstück zu helfen. Ich benötige seine Hilfe nicht. Ihre auch nicht. Der Herr wird dich mit seinen Fittichen decken. Dass du weder erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, noch vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Sie sind das nächste logische Opfer, Miss Brent. Ich bin anderer Meinung. Owens Bienenstich könnte vieles bedeuten. Eine meiner Stricknadeln vielleicht. Sogar eine Injektionsnadel. Ich vermute, dass der Doktor welche davon in seiner Tasche hat. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Engel des Todes mich übergehen wird. Sonst noch irgendetwas, was von Wichtigkeit sein könnte? Ich kann mich für seine Wichtigkeit nicht verbürgen, aber etwas recht Ärgerliches ist geschehen. Was? Jemand hat meine graue Wolle gestohlen. Alles. Ohne sie werde ich diesen Schal nicht zu Ende stricken können. Schönen Tag noch, Miss Brent. Mhm. Das ist ja schlimm. Wer hat ihr denn die graue Wolle gestohlen? Und zwar auf dem Weg zu dem Häuschen. Werden sie hier nochmal eben irgendwas erledigen? Ja, nein. Etwas, was ich noch übersehen habe. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt noch macht. Und zwar haben wir den Eimer. Den können wir hier ranhängen. Und ins Wasser eingießen. Flupp! Und schon haben wir einen Eimer Wasser. Ja, und ich habe ein bisschen aufgeräumt hier, das Inventar. So, und dann sollten wir das da vielleicht reingießen, das Wasser? Weiß ich jetzt gar nicht. Das hat keinen Sinn. Würde ich hier rein können. Okay. Dann gehen wir mal eben zu dem Häuschen. Rogers liegt da ja nicht mehr. Kein Stück von ihm. Ah, Mr. Blore. Bleiben Sie mir ja vom Leibe. Ich bin nicht Ihr Feind. Mag sein, aber ich vertraue niemandem. Haben Sie etwas entdeckt? Womöglich, aber ich glaube, das behalte ich für mich, wenn es Ihnen recht ist. Verdammt. Können wir uns hier noch irgendwas nehmen? Mit dem Sprechen brauche ich nicht. Können wir hier nochmal reingehen? Ja, die Axt ist natürlich jetzt weg, ne? Der Generator scheint bestens zu funktionieren. Okay, wir können uns auch hier nur irgendwas... Der Generator scheint bestens zu funktionieren. Und warum? Der Generator scheint bestens zu funktionieren. Okay. Na gut. Dann... Jetzt muss ich mir überlegen. Kommen wir von hier aus da gar nicht hin, wo ich hin will, ne? Da müssen wir einmal eben hier rumlaufen. Das ist ja jetzt der zweite ziemlich brutale Mord. Also ich finde das immer so merkwürdig, weil... die ersten beiden Morde sind relativ... Ich will nicht sagen human. Beeindruckend. Allerdings nicht gerade mein Stil. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier langlaufen. Die ersten beiden Morde da, dass Mrs. Rogers nicht wieder aufgewacht ist und dass hier Mr. Marston vergiftet wurde. Es trägt eigentlich eine andere Handschrift als der brutale Mord, wo dem General der Kopf eingeschlagen wurde. Und Rogers in zwei Hälften geteilt wurde. Also dann muss man schon sehr enthemmt sein, um sowas zu machen, muss ich sagen. Da geht's weiter. Und zwar, hier waren doch irgendwo, hier können wir wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen, ne? Waren doch die Ziegen und Sonnenblumen. Da waren die Sonnenblumen. Können wir hier irgendwas mit den Sonnenblumen machen? Wir können die gießen. Nein, können wir nicht. Können wir welche abernten? Auch nicht.
kann auch hier anscheinend nicht graben. Hätte ja sein können. Mit der Schaufel irgendwas machen. Nein, gut. Hätte ja sein können. So. Da ist er. Warte mal. Da komme ich dran vorbei. Ja, ich habe es befürchtet. Okay. Die ist so aggressiv, weil sie Durst hatte, das arme Tier. Guck mal. Oh, jetzt ist sie zahm. Hallo. Gut, jetzt können wir hier lang. Die Ziege wollte nur Wasser haben, das arme Tier. Ein Grundbedürfnis. Dann können wir jetzt hier weiterlaufen? Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Ups. Ei, Cookie Mall. Wo sind wir denn hier? Aha. Und hier ist nämlich auch das Fischerdorf, was sich Mr. Lombard und Mr. Bloor angeguckt hatten. Wir sind an der Ziege nicht vorbeigekommen. Wie sind die hierher gekommen? Kann mir auch keiner sagen, ne? Was sind das, Hühner? Ja. Ist das das gleiche Fischerdorf, wo wir angelandet sind mit dem Gummiboot? Ich frage mich, wofür diese Häuser verwendet wurden, bevor man sie dem Verfall überließ. Was ist das? Was haben wir denn da jetzt in die Tasche gepackt? Ein Benzinkanister, natürlich. Okay. Alles Chlor. Ich frage mich, wofür diese Häuser verwendet wurden, bevor man sie dem Verfall überließ. Was ist denn das? Hat er sowas wie ein Besen dabei? Nee, ne? Kann hier auch nichts. Okay. Ja, die haben hier doch dann geschmuggelt, oder nicht? Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Da können wir noch hin. Da können wir noch rein. Jetzt sag nicht, das ist dieses Geschirr, was wir für diesen Parachute brauchen. Oder können wir die... Da hat Ziegengeschirr tatsächlich. Wir können die Ziegen einspannen. Okay. Das war's. Nur das Ziegengeschirr. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber gut. Das können wir uns nicht angucken. Ist das nicht das gleiche Dorf, wo wir angelandet waren? Ich frage mich, wofür diese Häuser verwendet wurden, bevor man sie dem Verfall überließ. Kann man nichts machen? Wir können es verbrennen. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Sollte man nicht meinen, dass wir hier irgendwas machen können? Hm. Na gut. Und sonst war es das. Wir können hier sonst nicht weiter. Ja, dann ist das ja nicht das gleiche, wo wir vorhin waren. Mit dem Gummiboot, mit dem Ruderboot. Hm. Okay. Dann können wir jetzt nur noch zurück. War das jetzt so hilfreich? Ich weiß es nicht. Wir haben Benzin gefunden. Die säuft und säuft. Das Amphibie. Auch bestimmt auch verdursten. Und was können wir mit den Sonnenblumen machen? Können wir die wirklich nicht irgendwie umgraben oder sowas? Das doch, muss doch irgendwas bedeuten hier, die Sonnenblumen. Ach, guck mal, der Eimer ist auch weg. Das ist ja ein Ding. Wir können die verbrennen. Verbrennen sie. Na gut.
Und dann sind noch die anderen beiden hier. Können wir denen das Ziegengeschirr anlegen? Oder hätten wir dem anderen das Ziegengeschirr anlegen sollen? Nee, können wir gar nicht. Verdammt. Und da können wir ja nicht durch, ne? Können wir das verbrennen? Das Dorngestrüpp. Mit der Zange. Mit der Schaufel. Vielleicht ein andermal. Oh ja, dann gib mir doch einen Tipp, was du vorhast. Ich will die nicht hauen. Was ist denn mit den Ziegen? Die sehen hungrig aus. Ziegen? Sie sehen hungrig aus. Ist denn die Käse? Ziegenkäse? Nein. Ach Mensch, ich weiß es nicht. Hier kommen wir, kombinieren das jetzt alles und das. Die vertragen sich nicht. Oh, weiß ich nicht, Streichhölzer und Benzin? Dieses Dickicht ist voller Dornen. Ich komme da nicht durch. Das Ziegengeschirr, das wäre ja dieses Ledergeschirr, was der Dingsbums und Dorf geschrieben hat hier, ne? Warte, wo ist es? Lombards Plan. Längenseil, Ledergeschirr. Wir haben Seitenlaken, ist sogar schon zusammengenäht. Wir brauchen diverse Längen Seil und ein Ledergeschirr. 3 Metallstreben. Und eine ganze Portion Glück. Tja, viel schlauer als vorher. Nicht viele Äpfel in diesem Obstgarten. Liegt vermutlich an der mangelnden Sonne. Fühle ich mich jetzt auch nicht. Zu dem Platz, wo Miss Claythorne stand, können wir auch nicht zurück, ne? Wo waren das nochmal? Weil ich würde... Ich muss erst die Bienen ruhig stellen. Sie greifen mich sonst bestimmt an, wenn ich sie... Ja, hier, komm! Wir haben noch eine Pfeife. Komm, wir stopfen die Pfeife. Die passen nicht zusammen. Was? Und stecken die gleich an. Die vertragen sich nicht. Warte mal, vielleicht... Die passen nicht zusammen. Also, da bin ich ja mal auch gespannt, wie das funktionieren wird. Die kann ich nicht zusammenfügen. Okay. Dann weiß ich es auch nicht. Weil Imker haben doch immer so, oftmals lullen die doch mit so einem Tabak ein, ne? Die Bienen. So, und jetzt muss ich hier leider einen Cut machen. Bis gleich.